Steffen? Ja? Jambit geschossen an der Hühnerfarm. Ey, alle zu Hühnerfarm, auf Jambit geschossen. Hast du irgendwie auf Jambit? Ah, okay, jetzt hab ich keine Lange. Ey, wir haben gerade unsere Langen weggepackt, ey. Ich hab meinen Besen. Mit was haben die geschossen? Ja, was ist jetzt los? Mit was haben die geschossen? Alle zum Hühnerfeld. Ja, wir können auch die Ziege schaffen. Ja. Ja, wir sind auf dem Weg zum Hühnerfeld. Gib Gummi, Junge. Einmal anwesend. Oder Jim, hast du irgendwelche Fahrzeuge gestanden? Scheiß drauf jetzt, wir sind alle mit Pistols unterwegs. Also jetzt kommt zum Hühnerfeld. Scheiß jetzt auf die Langen. Ich hab keine fucking Wunden. Denk dran, dass du nicht gewinnt hast, ne? Ja, gib mir zwei Magazine fast. Irgendwie Autos, Sentinel schwarz, ne? Ist keiner aufgenommen. Sonst noch jemand dabei? Wie sahen die aus? Masken? Ne? Hast du Masken? Was hab ich? Ich hab mit Warnz sogar. Warnz? Ja, nee, dafür hab ich keine Munden. Achso. Warte, unsere Jungs kommen auch. Jugula, Steffen, fährst du, ne? Ja, Jugula. Und Cyclone habt ihr, oder? Ja, und Cyclone kommt jetzt auch hoch. Ja. Ich komm jetzt mit dem Tracks auch dazu, dann sind wir zu siebt. Ich höre Jim nicht mehr. Jim? Oh, steig doch einfach ein. Jim? Lebst du noch? Jim? Laden, ne? Ja. Also hier steht, ja, hier steht auf jeden Fall ein Auto. Wo steht der da denn genau? Ich hab ihn am Telefon. Wer seid ihr das mit dem Audi? Ah, jetzt hör ich Jim. Alles gut, der Jim macht alles gut. Wo genau soll ich welche Höhe seid ihr jetzt hier? Wir sind jetzt beim Hühnerfeld, hier kommen uns ein paar Autos gerade entgegen. Oh. Was geht denn jetzt hier ab? Das sind... Siehst du denn, sind da irgendwelche Täter gestellt? Irgendwelche Fahrzeuge vor Ort? Hallo, kann man euch helfen? Jungs, kann man euch irgendwie helfen? TF, Alter. Ey, hier sind so viele Autos, hier sind so viele braune und schwarze Autos, keine Ahnung. Ja, das kam raus. Das ist wahrscheinlich PD oder FIB. Das steht da doch, oder? Naja, hier stehen auf jeden Fall ein paar Autos. Ich hab keine Ahnung, was da abgeht. Der Spectre, der steht Höhe Rednecks Abfahrt. Der wird dort verhaftet, der Typ. Clownsmaske, fahr aus wie eine lila Hose. Halt ganz kurz in der Seite, dass wir laden. Was geht? Alles gut bei dir? Nee, ja, kommen wir jetzt noch zu einem Punkt oder können Sie uns gehen lassen? Komm mal auf Seite kurz. Das ist PD, was? So, was ist passiert? Der mit dem Zuhörer hat hier einen Schuss gekriegt. Ja, ich krieg da vorne nach der Marke. Wer? Der den Sentinel oder was? Nee, keine Ahnung. Die standen auf jeden Fall da, die zwei Sentinels. Und ich glaube, die sind durchgezogen, also die auf uns geschossen haben. Ja, besser waren halt komplett schwarze Masken und von Max kaufen. Aber es war nicht einer von HOH oder so, weil die stehen hier überall. Nee. Kein Fall. Okay. Die haben auch mit Pistolen geschossen, waren glaub ich sie. Ja, das ist das nächste. WTF, okay. Lass uns einfach jetzt gehen. Das interessiert ja keine Sau. Ich habe dann auf meine Leute geschossen. Totale Zeitverschwendung. Alles klar. Frisch eingereist. Alter, wo? Ja, hier unten am Highway direkt an der Ausfahrt. Im Elimination. Boah, das sind viele Bullen, ne? Sehr viele Bullen. Hier vorne stand der irgendwo in einem Gebüsch, so ein Clown. So aus wie der Joker. Ich so okay. Hier links in dem Gebüsch. Siehst du das? Ah, hier links? Ja. Soll ich mal außer Kennzeichen ziehen? Nee, da sind zu viele FIB-Agents und so. Lass da weg, fahr da weg. Ah, ja, nix. Ah, der hat so Schminke in sich gehabt. Hast du ihn gesehen? Sind die dann in einer langen Hose? Nee, ich hab nichts gesehen, aber ich fahr nochmal, ich wende nochmal. Ja, wollte gerade sagen, wende einfach nochmal. Jam, bist du da jetzt weg? Hier ist hier irgendwo ein ATM. Ja, mit dem Fall. An der Garage fahren, falls. Ja, ist okay. Joker auf Wisch bestellt. Alles klar. Hab ich gesehen. Müsste ein Lynx gewesen sein, glaube ich. Ein schwarzer. Ey, das ist ein Spectre gewesen. Echt? Ja. Ja, ich erkenne das nicht. So neblig ein bisschen bei mir. Punktcheck. Oha.
Jo, check mir schon. Leon. Jim? Jim, weißt du, ob die sich als Geisel nehmen wollten? Weil hier stehen auch noch zwei CVs. Sind zwei Sentinels? Sind Sentinels? Weiß ich nicht, das waren halt Zivis, die Leute hier abgeknallt haben, bzw. bedroht haben. Entschuldigung, hallo? Hallo? Ja, hallo. Also, habt ihr mit irgendeinem Typen, der wie ein Joker aussieht, was zu tun? Nee. Okay. Ich melde mich später. Also, seid euch da sicher? Ja, sehr sicher. Wart ihr gerade am Hühnchenfeld? Ja, wir haben ihn auch gesehen, wir haben ja auch Geschüsse gekriegt, deswegen der ganz große Polizeiaufsatz, wir waren ja gerade selber alle erschrocken. Okay. Wir wollten Hauptsache nur weg von den Schüssen. Schönen Abend, Leute, passt euch auf. Euch auch, danke sehr, ciao. Hier, ey, warte mal kurz. Ja, was ist los? Check bestanden. Da haben wir eingefallen, so hier schnell den Rapid und dein Auto reparieren. Dir fehlen so ein paar Türen. Echt? Ja. Komm, warte, ich hol mal. Ich hab ein Rapid, warte kurz. Bei dir fehlen halt leider echt alle Türen, das geht ja gar nicht. Hallo, ich werde gerade angerufen. Ich muss meinen Motor natürlich. Ja, bitte? Genau gerade. Na, lass uns mal hinfahren, komm. War das der? War das der? Der ist alleine. Mit Lia in der Hose. Dann lass uns mal kommen. Inspektor. Der da links? Rechts meine ich. Hey, Kollege. Inspektor, der zieht durch. Ich hab mal gefunden. Der ist keiner, der ist keiner mehr. Okay. Ja, dann folgt ihm mal unauffällig. Ja. Der macht den nicht, aber wirklich unauffällig. Jungs, haltet mal ein bisschen Abstand. Ich stehe gegenüber auf dem Parkdach vom Gebiet. Ist ein doppelt besetzter Spectre. Ich kreise noch die ganze Zeit Leute rum, also Vorsicht. Ich komme auch, ich bin jetzt auch PD. Ich werde, glaube ich, gerade vom Depot oder so befragt. Oder irgendwelche Leute stehen bei ihm. Ja, seid ihr im Jugular? Seid ihr im Jugular? Ja, wir sind im Jugular. Lass mich mal in Jugular einsteigen. Na, komm zum Jugular. Warte, jetzt war ganz unauffällig. Unter Boden. Alles klar, soll ich mal hingehen und fragen? Wir können ja erstmal normal mit denen reden, müssen ja nicht schießen, ja? Ja. Schau mal hin. Ihr bleibt oben auf dem. Verteilt euch oben auf dem Parkdach. Wir sind dann mit dir sechs, müssten wir sein. Ja, dann. Schau ich aus, wie gesagt, das. Ich bin auch mit dabei. Also, ja, wunderschönen guten Tag, hallo. Ey, Jungs, bleibt einfach stehen, alles okay. Wir wollen nichts von euch. Wir wollen nichts von euch. So, wir wollten mal wissen, was es jetzt hier vorhin war. Ich dachte, ihr habt mit dem Typen nichts zu tun. Wer ist denn das hier überhaupt? Ja, wer das ist, ist dir scheißegal. Du hast auf einen von uns geschossen. Warum? Und ihr habt keinen von euch geschossen. Ich soll Okay. Warte mal. Okay. Weißt du, was das Lustige ist? Ihr habt auf einen Jugular geschossen, der genau dieses Auto beschreiben konnte. So, Kollege. Dieses Auto. Ihr habt auf Kollegen von uns geschossen, im orangenen Jugular. Oh, meine Ding jetzt. Wer ist das Auto hier? Ja, eine geht schon weiter weg. Ich kann es dir nicht sagen. Ja, ja. Ist das das Auto? Ich brauche die Bestätigung. Ist das Auto? Alles klar. Also, wer ist von euch hier irgendwie Ansprechpartner oder so, mit dem man mal kurz reden kann? Ich will wissen, warum die auf unser Jungs geschossen hat. Ja. Wer, du? So, ich hab keinen Bock, euch jetzt hier ohne. Nimm mal die Hand oder steck aus. Der Fahrer. So, ich möchte wissen, warum du auf einen unserer Jungs geschossen hast. Also ich wiederhole es noch ein letztes Mal, ich habe nicht auf einen deiner Jungs geschossen. Auf jeden Fall hast du auf einen meiner Jungs geschossen. Ich möchte jetzt wissen, warum. Aus welchem Grund. So, und jetzt noch einmal. Ich habe nicht auf einen deiner Jungs geschossen. Du wurdest oben gerade in Grapes von dem Kopf und FAP. Und das ist das Letzte, was ich eigentlich. Den hat es auch bestätigt. Alles klar. Stell mal in den Jugular ein, bitte. Komm, stell mal in den Jugular ein. Wir sehen uns. So Leute, alle lass raus. Lass ihn fahren, scheiß drauf, wir scheppern den weg, wenn er weg ist und PD. Checkt allein. Tschüss.
verteilt euch gut. Wenn noch jemand auf Parkdach kommt, ich stehe so allein. Ja, Chef, komm. Ich komm, komm hoch. Warte, komm, fahr hoch. Okay, ich fahr hoch, ich fahr hoch, ich fahr hoch. Ja. Ich soll mich wegmachen. Was? Das ist aber ein ganz schön großes Mundwerk für dein Gesicht. Ich soll mich wegmachen, warum fährst du denn nicht zum PD? Dann komm doch, dann lass doch irgendwo mal am Sandy Airfield treffen. Wie wär's denn damit? Ja, ich steig wieder ein. Oder warum versteckst du dich hier vorm PD? Mach Licht daraus. Mit fremden Leuten? Ach, warte mal, du Hampelmann schießt auf meine Leute am Hähnchenfeld und ich soll nicht mit dir reden. Ich biete dir Gott ins Licht. Ein einziges Mal sagen muss, ich hab nicht auf einen deiner ekelhaften Männer geschossen. Weißt du, was meine Leute oder was? Willst du mich jetzt verarschen, du scheißen Clown? Ja, du steckst jetzt aus, sofort, hast du gehört? Was sonst? Ja, dann zeig ich dir mal, was passiert. Steck dir sofort aus, komm! Schieß auf den, komm! Er liegt, komm, steckt ein, steckt ein! Steckt ein, steckt ein, steckt ein! Ich hab immer ihre Waffen aus der Hand, was ist los mit ihnen? Schieß auf mich! Ey, hier nimmt ihre Illusion da aus der Hand! Ich schieß auf mich! Patrick! Jungs, hallo, ich hab gar nichts gemacht! Ja, der hat halt alle überfahren. Ja, danke sehr, danke. Alter, irgendjemand hat sich auf meinen Fahrersitz gesetzt, Alter, ich fass es nicht. Erzähl du es mal. Ah, hallo der Herr. Mensch, warum hast du eine Maske auf? Ganz ey, die haben uns angegriffen, einfach, ich hab nichts gemacht. Ich weiß es auch nicht. Mensch. Ich werd's mal stabilisieren. Ne? Okay, macht der Kollege schon. Hallo, der Herr. Einen wunderschönen guten Tag. Wo finde ich denn Ihren Ausweis? In der rechten Hosentasche. Ich schaue es doch mal nach. Steffen Pamm. Ja, ich kann ich kurz mit Ihnen erklären. Steffen? Ja, ich würde dich mal vorher untersuchen, okay? Bitte nicht. Doch. Moment mal, ich stand am PD und auf einmal schießt alles auf mich. Ich habe nichts gemacht. Und jetzt werde ich hier einfach durchsucht. Ja. Warum hast du dann eine Dings dabei? Eine Maske auf? Wir waren vorhin sogar bei Ihnen an der Rezeption und haben mit der Leitstelle gesprochen. Ich glaube, das Gesicht von dem möchtest du nicht sehen, das ist gut. Da und außerdem, nur weil ich so eine Maske auf habe, gibt das nicht die Berechtigung, dass sie auf mich schießen dürfen. Ja, warte kurz, ich klär das mal, ja? Warte kurz, Steffen. Ja. Kriegst du nicht hoch. Also, derjenige, der Leitstelle gemacht hat, steht direkt hinter mir und der meinte, der hatte ich heute noch nie gesehen. Der war ein Typ mit einem weißen Anzug, also mit so einem weißen Hemd und so. Nö, das ist der direkt hinter mir steht. Ja, der kann sich ganz... Wir waren zu fünft an der Leitstelle. Ich kann mich da sehr genau dran erinnern. Ja. Kommen Sie, holen Sie mal den Typen von der Leitstelle her. Warte. Ja, warte mal, Janni, bleib mal hier. Guck mal, seit wann sind Sie Leitstelle? Also ich stand da sicherlich schon 8 Minuten oder so. Also kann sein, dass Sie sich zwischendurch abgelöst haben. Wir waren da vor 10, 15 Minuten am ja, PD. Ja, 10, 15 Minuten. Ja, das ist dann da, wo Sie dann hoch zum Hühnerfeld gefahren sind. Aber danach waren Sie doch gar nicht mehr da. Ich war... Um was für ein Hühnerfeld? Ich bin doch kein Geringverdiener. Was ist los? Ja, dann waren Sie halt nicht am Hühnerfeld. Aber Sie waren da, ja? Aber das ist ein bisschen länger her. Nein, ich war nicht am Hühnerfeld. Das ist eine Fehlinformation. Nein, ja, dann waren Sie aber an der Leitstelle. Aber das ist... Ja, genau. Und ja, die Leitstelle hat Ihnen bestimmt gesagt, dass wir mit Ihnen da rumdiskutiert haben, weil wir einen Auftrag von Ihnen wollten, oder? Richtig. Hat sie mir jetzt nicht gesagt, aber vielleicht stimmt das, ja? Ja, so. Und ich stehe draußen mit meinen Jungs, wir quatschen in Ruhe und auf einmal wird von allen Seiten auf uns geschossen. Und jetzt bin ich der Leidtragende hier, lieg hier mit einer Kugel, mit einer Verletzung. Weil zufällig alle, die so aussehen wie Sie, auf uns geschossen haben und mit einer Guse. Bitte, das, also nein, ich habe auf keinen PDler geschossen, ich bin euch lebensmüde und schieße am PD auf einen von Ihnen. Das ist ja, also es wäre, nee, also... Sorry, da verstehen Sie irgendwas falsch. Aber anscheinend wohl haben Sie hier gegenseitig die Köpfe geschossen und ja. Also erst sagen Sie, dass wir auf Sie geschossen haben, jetzt sagen Sie, dass ich auf meine eigenen Jungs geschossen haben soll. Einige haben auf uns geschossen, einige haben aber davor am Anfang auf die anderen geschossen, die mit der Pistole. Der eine Kollege ist im X. Nee, das stimmt nicht. Nein, das stimmt ja nicht. Ja, gucken Sie mal draußen, ob da noch ein Kollege zusteht, sonst müsst ihr kurz warten, bitte. Ich verstehe jetzt nicht, was ich gemacht haben soll. Ich habe auf keinen Ihrer Kollegen geschossen, ich habe auf niemanden geschossen. Wo lagen Sie denn? Wo wurden Sie denn aufgesammelt? Na, direkt vor dem PD an der Treppe. Dann waren Sie doch im Fahrzeug drin, wenn Sie in der Treppe lagen. Nein, ich was für ein... Also jetzt erzählen Sie mir irgendwelche Mädchen mit irgendwelchen Fahrzeugen. Nein.
Ich war in keinem Fahrzeug drin. Wie gesagt, sie kam auf einmal wie so eine Herde auf uns zugeströmt und haben auf alles geschossen, was sich bewegt hat. Ich hatte mit der Situation da gar nichts zu tun. Und wieso sehen sie dann genauso aus wie die anderen mit der gleichen Maske? Wir waren vorher bei der Leitstelle, hatten mit ihnen eine Diskussion, weil wir unseren Auftrag abholen wollten. Dann sind wir rausgegangen. Wo bist du, mein Satzi? Sind wir rausgegangen, haben gewartet und auf einmal fallen Schüsse. Ja? Und auf einmal kommen sie von allen Seiten auf uns zugeströmt. Wir sind natürlich weggelaufen. Ich bin sogar entgegengelaufen. Und einer der Kollegen schießt mich einfach um. Schrei bitte nicht so, dankeschön. Es gab aber zwei Parteien, die sich gegenseitig umgeschossen haben. Erst mit Pistolen, dann kamen die langen Waffen. Darauf sind wir rausgerannt und haben dann die Leute versucht zu halten. Aber nachdem die auf uns geschossen haben, haben wir zurückgeschossen auch. Also. Und sie wollen mir erzählen, sie haben gar nichts damit zu tun. Das ist halt schon wieder so eine Sache. Wie können sie denn da unten liegen, wo überall ein Schussgefecht war? Was machen sie denn da? Haben sie mit Händen geworfen oder was? Ja, wurde was gefunden bei ihm? Ich habe noch nicht durchsucht. Weil ich sag mal so, es wurden ja lange Waffen gesichtet. Das ist ja außer Frage. Und ich habe jetzt eine Aussage von halt mitgenommen, dass halt gesagt wurde, dass die Leute mit den Papiertüten über dem Kopf mit um sich geschossen haben. Ja, das würde ich natürlich an der Stelle jetzt auch sagen. Ja, nur bei den Personen, wo Papiertüten auf dem Kopf hatten, wurden auch Langwaffen gesehen und auch gefunden. Gut, also wäre das so mit der Anfangsverdacht, also brauche ich ihn durchsuchen, habe ich recht? Jo. Gut, Steffen, ich kram mal in deinen Taschen. Okay. Ja, mach. Dann, also ich bin ehrlich, ich habe eine Langwaffe dabei, aber ja, da wollen sie lieber nicht anfassen, sage ich Ihnen ehrlich. Nö, die nehme ich dir einfach weg, okay? Dann kannst du mich wegnehmen. Wahrscheinlich abschneiden, ne? Wahrscheinlich ist das genau so eine Langwaffe, wie ich immer dabei habe. Die habe ich sogar dabei, wenn ich nackt bin. Ja, richtig, genau, so eine Anaconda. Ja, die Langwaffe hieß aber allerdings Advance. Jo, habe ich den dann abgenommen. Aber dann ist es tatsächlich so, dass nicht alle TVs sind, sondern nur ein Teil. Jo, ne, das muss mehr so oder so, dass man klar macht. Ja. So, das ist auch schon Medic Bescheid, dass er den abmachen kann, ja. Und sie haben nicht geschossen, oder was? Ich kann Ihnen gerne das nochmal in Ruhe erklären. Wir standen vorher bei der... Lassen wir ihn mal in den Mord. Okay,